Stadtkurier TV und Frank Möll waren zu Besuch in der Palliativstation des Neusser Johanna-Etienne-Krankenhauses. Die dortige Station ist die einzige ihrer Art im Rheinkreis Neuss und soll nun nach Plänen der NRW-Landesregierung sinnloserweise in ein anderes Krankenhaus umgelegt werden, was nicht nur die Finanzierung der Johanna-Etienne-Palliativstation in große Gefahr bringen würde, sondern auch bei den zuständigen Ärzten, der Stationsleitung und Angehörigen für Unverständnis sorgt. Frank Möll ließ sie bei uns zu Wort kommen. Herr Professor Enke, Sie sind Chefarzt der Inneren hier im Etienne-Krankenhaus und auch zuständig für die Palliativstation. Was ist überhaupt eine Palliativstation? Eine Palliativstation versorgt Patienten, die eine onkologische Erkrankung haben, das heißt eine Krebserkrankung haben und die therapiert worden sind, wo aber weitere Therapien im Sinne der Krebserkrankung nicht weiter vorgenommen werden können oder wo sie keinen Sinn mehr machen und wo man die Patienten unterstützt, sie behandelt, ihre Schmerzen behandelt, ihre gastrointestinalen, also Leber-, Magen-, Darmbeschwerden behandelt und sie letztlich auf ihrem weiteren Weg begleitet, bis hin dazu, dass sie eben auch auf dieser Station versterben und sie von dem pflegerischen und ärztlichen Team begleitet werden. Wir haben hier die Frau Schiller. Frau Schiller, Ihr Mann war in dieser Station. Und erzählen Sie doch mal, was da passiert ist. Ja, mein Mann ist hier auf die Palliativstation gekommen und ist leider auch hier verstorben. Aber das Ganze, wie es hier abgelaufen ist auf der Palliativstation, muss ich sagen, war sehr schön. Also wir sind sehr gut von den Schwestern betreut worden. Wir durften alle Freunde mit hier bringen. Wir haben hier sogar gegessen und das störte keinen, so dass wir wirklich gut von meinem Mann Abschied nehmen konnten auf dieser Station. Ich konnte nächtigen mit Freundinnen hier. Also ich habe mich sehr wohl hier gefühlt und bin der Station sehr dankbar, wie es hier abgelaufen ist. Also das ist hier eine segensreiche Arbeit, die Sie machen, Frau Dr. Schwarz-Lohse. Sie sind Oberärztin hier. Es gibt nicht zu sehr viele Palliativstationen in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist da, was auch Schmerztherapie geht und so, nicht gerade federführend. Umso wertvoller ist ja hier diese Station. Also es ist ja seit Jahren auch im Aufbau in Deutschland die Palliativversorgung. Die Palliativstation hier im Johanna-Etienne existiert seit 2006. Wir haben die zusammen mit der Anästhesie Innere Medizinische Klinik aufgebaut, haben hier jetzt mittlerweile 10 Betten stationär und ein Palliativteam, das komplett ausgebildet ist. Und wir sind hier im Rheinkreis Neuss die einzige Palliativstation. Ja, und die ist jetzt in Gefahr, Herr Oberarzt Dr. Moser. Was ist denn da im Gange? Geplant ist, dass, obwohl wir, wie gesagt, jetzt seit über 5 Jahren hier tätig sind, andere Krankenhäuser halt diese Funktion übernehmen sollen und natürlich damit unsere Finanzierung, die wir hier fürs Haus haben, weil die Palliativmedizin ist eine aufwendige Therapie, die auch eine Sonderbezahlung bekommt, ist dadurch jetzt in Gefahr. Können Sie denn, wenn diese Palliativstation zugemacht wird, Herr Professor Enke, noch gewährleisten, dass die Menschen mit wenig Schmerzen ihren letzten Tagen entgegengehen können? Wir können das trotzdem gewährleisten, das können wir natürlich schon, aber wir können das nicht mehr gewährleisten, wie wir das zurzeit tun, wie das Frau Schiller gerade berichtet hat. Das heißt, die Möglichkeiten eines normalen Akutkrankenhauses, Patienten zu behandeln, sind natürlich nach wie vor auch für diese Patienten da. Aber sie sind eben nicht da für diese spezielle Situation am Lebensende. Diese Patienten müssen unterstützt werden, nicht nur durch die normalen pflegerischen und ärztlichen Leistungen, sondern man braucht ein Spezialteam mit einer Spezialausbildung und letztlich natürlich auch Räumlichkeiten und viele andere Dinge, die eine solche Versorgung von Patienten möglich machen und die ein würdevolles Begleiten am Ende des Lebens möglich machen. Und das werden wir in Zukunft dann nicht mehr leisten können, wenn uns diese Finanzierung nicht in Zukunft auch gelingen wird. Für uns vielleicht noch ganz kurz ergänzend ist das deswegen so schwer zu verstehen, weil wir hier, glaube ich, sehr viel Aufbauarbeit geleistet haben, weil wir das einzige Krankenhaus sind, was so viel investiert hat. Und jetzt sollen einfach andere Krankenhäuser dieses weiterführen. Das macht keinen Sinn. Hier ist eine Station aufgebaut worden mit viel Engagement und viel, viel Herzblut. Und es macht
gar keinen Sinn, auch ökonomisch muss man sagen, gar keinen Sinn, jetzt woanders wieder von ganz vorne anzufangen und das, was hier geschaffen worden ist, zu zerstören. Wer zerstört denn da? Ist das die Bezirksregierung, die Landesregierung? Man muss sagen, es ist letztlich Landesregierung und Bezirksregierung, die festgelegt haben in einem Bescheid und dass einfach andere Krankenhäuser jetzt hier dafür auserkoren sind. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Wir haben gegen diesen Bescheid geklagt. Es ist uns nicht recht gegeben worden. Für uns ist politisch nicht nachvollziehbar, was die Landesregierung hier im Sinne hat. Letztlich kommen sehr viel mehr Kosten auf das Gesundheitssystem zu, wenn man eine solche Palliativstation umsiedelt, will ich mal sagen. Und es ist eine deutliche Verschlechterung der Patienten hier im Rhein-Kreis Neuss. Sie, Frau Winkelmann, gehören ja zu diesem Spezialteam. Und wenn ich hier durch die Räume gehe, dann sieht es hier nicht so wie so ein Krankenhaus aus, sondern hat so ein bisschen auch Wohnzimmercharakter, würde ich sagen. Ist das Ihre Philosophie? Wir möchten gerne, dass die Patienten sich so wohl wie möglich fühlen, wenn sie gerade in den letzten Stunden, Lebenstage oder Lebensstunden sind. Und der Wunsch ist bei den meisten oder fast bei allen Patienten, dass sie zu Hause sterben, aber das oftmals halt medizinisch nicht machbar ist oder pflegerisch, dass die Patienten dann halt hier in diese Räumlichkeiten kommen, die halt auch anders gestaltet sind, halt wie Sie sagen, mehr wohnlicher und halt auch, dass die Angehörigen auch mit dabei sein können. Herr Dr. Moser, die Warteliste, habe ich mir sagen lassen, ist ja auch jetzt schon ziemlich groß. Ja, das schwankt immer ein bisschen. Wir haben ja auch noch, muss man ja auch noch sagen, zunächst mit 6 Betten angefangen und haben jetzt im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen ja auch noch die Palliativstation vergrößert, weil die große Nachfrage da ist. Das schwankt immer, aber in der Regel haben wir Wartelisten von Patienten. Was wichtig ist, was mir persönlich wichtig ist, ist nicht nur eine Station für Patienten, die versterben, sondern wirklich Patienten, die in einer nicht mehr heilbaren, fortgeschrittenen Situation sind. Ein Großteil unserer Patienten wird hier symptomkontrolliert. Also wir behandeln die Symptome, die eine schwere Erkrankung haben kann, wie Schmerzen, Luftnot, Angst auch, also auch psychische Symptome. Und koordinieren dann quasi mit Aufnahme schon mit dem Sozialdienst, mit den ambulanten Pflegediensten auch häufig eine wieder häusliche Eingliederung von den Patienten oder eben auch eine Verlegung in ein Hospiz. Wir haben ja 2 Hospize direkt hier in Neuss und in Karst. Ja, die Hospize sind auch überbelegt. Frau Schiller, war das eine Option für Ihren Mann, in ein Hospiz zu gehen oder warum haben Sie sich hier für die Station entschieden? Das muss ich sagen, das war eigentlich Lauf der Dinge. Also er hat zuerst hier im Hause auf der chirurgischen gelegen und ist dann, weil es ihm halt schlecht ging, auf die Palliativ gekommen. Auch mit der Option, wie der Herr Moser sagte, ihn nochmal optimal einzustellen, dass ich ihn eventuell nach Hause bekommen hätte. Dazu ist es leider nicht gekommen. Aber ich muss sagen, die Betreuung war einfach hervorragend, also medizinisch wie pflegerisch. Ich hatte immer einen Ansprechpartner, was sie auf einer normalen Station nicht haben. Also die Ärzte waren immer erreichbar, wenn was war. Und das haben sie sonst nicht. Das ist ja in einem christlichen Krankenhaus, glaube ich, nochmal einen Ticken besser. Das ist jetzt meine Meinung. Was ist denn Ihre Meinung zu den Bestrebungen der Landesregierung, die es jetzt hier zu torpedieren? Also ich finde das nicht in Ordnung. Also weil ich finde, solche Stationen sind für Angehörige unheimlich wichtig. Also für mich war es wirklich, durch die Schwestern bin ich aufgehoben worden, natürlich auch durch meine Freunde. Und ich hatte die Sicherheit, dass mein Mann gut versorgt ist, dass wirklich hier das Bestmögliche getan wird. Und wenn das gekürzt wird, also finde ich das sehr traurig, weil es wirklich um Menschen geht. Ja, das Johanna Etienne Krankenhaus kämpft für diese Palliativstation, die sehr wichtig ist für Neuss und den ganzen Rheinkreis Neuss. Und jetzt schauen wir mal, was die Landesregierung und die Bezirksregierung machen, ob diese Station hier erhalten werden kann.